Rose Bamberg TV. Pressekonferenz. 21. Spieltag in der Easy Credit Basketball Bundesliga. Rose Bamberg gewinnt mit 78-62 gegen die Fraport Skyliners. Schönen guten Nachmittag zur offiziellen Pressekonferenz. Zu meiner Rechten, wie gewohnt, der Cheftrainer der Gäste, Sebastian Gleim heute. Zu meiner Linken, der Headcoach von Rose Bamberg, Jörn Reuerkers. Das erste Wort auch an diesem Sonntagnachmittag hat der Gästetrainer. Herr Gleim, Ihr Statement zum Spiel, bitte. Ja, Gratulation an Bamberg zu dem verdienten Sieg. Ich denke, es sind drei Punkte. Das erste, der Start ins Spiel war sehr passiv von uns. Das hat uns sehr viel Kraft gekostet, um zurückzukommen, was wir dann sehr gut gemacht haben. Dieses Passive konnten wir manchmal nicht ganz ablegen im Angriff, was uns immer viel, ja, Möglichkeiten genommen hat, besser zu scoren. Und dann folgen die Ballverluste und die Offensive bei uns, die dann dazu geführt haben, dass wir am Ende dieses Spiel verlieren. Danke, Coach. Johann, dein Statement, bitte. Ja, danke für die Glückwünsche, Sebastian. Ja, ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft. Wenn man eigentlich mit 7 Leute wieder so ein Spiel kann gewinnen und eigentlich 30 Minuten gutes Basketball spielt und ziemlich dominiert. Das ist großes Chapeau an meine Mannschaft. Hoffentlich, natürlich können wir das nicht jedes Mal machen so, aber wir haben keine andere Wahl. Wir müssen hoffen, dass so schnell mögliche Spieler zurückkommen, weil wir mit 7 Spielern spielen, 2-mal pro Woche, dann erwarte ich, dass die Probleme noch viel größer werden natürlich, weil Senkfelder, Vitali, Hall, die sitzen wirklich an ihrem Limit vielleicht schon rüber. Danke, Coach. Fragen Ihrerseits eventuell an Sebastian Gleim, Bertram Marken, bitte schön. Ich würde es nur kurz wiederholen. Für die Leute, sorry. Wieder eingebrochen, war es vielleicht am Ende dann auch ein Kopfproblem für die Mannschaft? Na, insgesamt glaube ich, war es ein bisschen anderes Spiel. Also letztes Mal sind wir extrem gut gestartet, zur Halbzeit hochgeführt und dann hat sich das Spiel komplett gedreht. Heute waren wir gefühlt auch bis ins letzte Viertel irgendwie noch dran und hätten vielleicht mit 2, 3 besseren Plays die Chance gehabt, das Spiel nochmal auszugleichen. Ich glaube, dass das Ergebnis am Ende spiegelt nicht ganz das Spiel wider. Aber nochmal, heute waren es offensive Rebounds. Das war auch im Heimspiel so. Chris Sengfelder einen ganz starken Offensivrebound gehabt im Spiel bei uns. Da gab es Ähnlichkeiten. Aber ich glaube, sonst war der Spielverlauf insgesamt ein bisschen anders zu bewerten. Weitere Fragen? Noch an Sebastian Gleim eventuell, ansonsten würde ich den entlassen. Dann Dankeschön, gute Heimfahrt. Fragen an Johann? Die Frage, wie zuversichtlich du bist, dass am Dienstag schon der ein oder andere Verletzte zurückkommt? Das Spiel ist über 48 Stunden. Ich denke, dass es schwierig wird. Und man muss nicht vergessen, wir müssen in Quarantäne gehen nach dem Spiel, 5 Tage. So, ich denke, dass das nicht eine richtige Entscheidung ist, um jetzt Spieler mitzunehmen, die so halb sein, die schon nicht trainiert haben. Ich denke, dass es besser ist, um alle verletzten Spieler hier zu lassen. Dann können die arbeiten, um wieder gesund zu werden. Vielleicht ein Ogbe, vielleicht ein Dom können spielen am Dienstag, aber ich denke, dass für den langen Termin das nicht die richtige Entscheidung war. It wouldn't be the right decision to take him. Wir lassen die alle hier, sodass die wieder können aufbauen. Weil die Champions League ist wichtig für uns, aber BBL ist wichtiger. So, deswegen lassen wir die verletzten Spieler zu Hause, sodass die wieder können aufbauen, auftrainen. Also die Corona-Situation, wie beeinflusst sie dich, wie beeinflusst sie die Mannschaft? Ist das ein Thema? Ich glaube nicht wirklich. Wir wussten vor der Saison, dass das ein anderes Jahr würde dann jedes anderes Jahr. Wir hatten gedacht, dass das so
nachdem, wie sagt man, im März, Februar alles ein bisschen besser wird. Aber für uns wird es nur ein bisschen, wie sagt man, anders, schlechter. Aber es ist, was es ist. Wir müssen damit umgehen. Natürlich, wir hatten natürlich gerne, wie Würzburg und wie andere Mannschaften das gehabt haben in die BBL, eine Pendelquarantäne gehabt. Da kann man noch jeden Tag trainieren. Eigentlich sind wir schon 7 Monate in Pendelquarantäne. So, ich finde es wirklich schade, dass wir wirklich nicht davon trainieren. Wir müssen da hoffentlich gut rauskommen. Aber wie das geht, weiß ich auch nicht. Ich glaube, das ist das erste Mal in meinem Leben. Ja, wir haben dann eine kurze Training und dann müssen wir fliegen nach Saragossa und da dann ein Spiel abliefern. Moritz Plöscher, wichtige Minuten auch in der zweiten Halbzeit, weil Alex noch nicht fit ist, oder wie ist da der Stand? Ja, ich kenne Alex natürlich sehr gut. Ich weiß, wenn er fit ist und nicht, und ich sehe, dass er noch körperlich noch, er kann sein, Alex ist ein Spieler, der physisch will spielen, aber er hat da noch immer Probleme mit, um das aufs Spielfeld zu bringen. Man kann das sehen, an Halbzeit 0 Rebounds, 0 Assists, 0 Steals, 0 Blocks, er hatte 0 Foul Draws, er kann noch nicht viel machen, um so zu sagen. So, dann habe ich das Gefühl, da müssen wir Moritz versuchen. Ja? Und Moritz hat das gut getan. Muss noch lernen sein, wie sagt man, Fouls zu usen. Aber ich denke, dass Moritz heute einen richtig guten Job gemacht hat. Und auch Chauvin, muss ich auch mal sagen. Der hat sehr hart gearbeitet in die FIBA-Break. David hat Pause gemacht, braucht er auch. Er hat so viel gespielt, musste er auch machen. Aber Chauvin hat die Zeit genutzt, um in bessere Shape zu kommen. Man muss sehen, er war verletzt, lange Knieverletzung gehabt. Dann war, vor in Labrada, hat er nicht viel gespielt, nicht viel trainiert. So, er hat wirklich die Zeit gehabt mit Dominik, unserem Athletiktrainer, um in bessere Shape zu kommen. Und heute war die Ergebnisse war da. Er war sehr stark. Vielleicht nicht so in die Statistiken, aber er hat so viel die Ballscreens, wie er die verteidigt hat. Er hat viele Deflections. Das war richtig stark. Ich fand, er hat auch das Spiel für uns ein bisschen umgedreht und uns, wie sagt man, die richtige Seite gepusht. Okay, dann danke schön. Danke, Johann, danke euch. Weiter geht's für Brose Bamberg zu Hause. Boah, zu Hause. Oh. Ah, weißt du, nächsten Dienstag in Nürnberg das nächste Spiel. Bis dahin, gute Zeit. Ciao. Sassari, 2 Wochen. Bis dahin. Ciao. Brose Bamberg TV. Pressekonferenz.